Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute ist ja immer noch so ein bisschen Halloween-Woche. Von daher dachte ich mir, so ein kleines Halloween-Video, das kann immer nicht schaden. Zum Beispiel, wenn du noch, sag ich mal, in Minecraft vielleicht auch mit deinen Freunden auf Süßes und Saures Tour gehen möchtest, fehlt dir vielleicht noch ein richtiges Kostüm. Das kann man sich machen mit ein paar Command-Blöcken. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Bevor wir uns natürlich verkleiden können für Halloween, kommen wir erstmal dazu, wie denn dieser Command funktioniert. Zuallererst, wir brauchen dann erstmal einen schönen Command-Block und wie bekommen wir den? Dabei müssen wir einfach nur im Chat-Menü den einfachen Befehl eingeben, schräger Strich, GIF, denn das @-Zeichen mit S, denn Command-Block und schon habt ihr es. Ihr seht auch, ihr habt da verschiedene Sachen, die ihr euch da holen könnt. Ich sag mal, ihr braucht eigentlich nur den Command-Block, ihr könnt ihn natürlich auch in euch in der Lore holen, dann gibt es noch den verketteten und den Wiederholen-Block, aber sobald wir uns den geholt haben, können wir auch mal reingucken. Und zwar gibt es hier Blocktyp. Jetzt haben wir den auf Impuls, das ist so der standardmäßige. Dann gibt es noch Verketteten, dann wird er so ein bisschen türkis, ne? Und dann gibt es auch noch den Wiederholenden. Also wenn ihr den einen habt, könnt ihr alle drei verwenden, ne? Das ist andersrum genauso. So, dann wissen wir schon mal, wie wir den Command-Block kriegen. Jetzt kommen wir mal zu dem Befehl. Wir brauchen jetzt jedenfalls einen Wiederholenden und einen verketteten Block. Dabei müssen wir achten, dass wir jetzt diese Blöcke miteinander verbinden. So, da gucken wir uns mal einen Command-Block an. Wie funktionieren die? Also, ihr seht ja hier an den Seiten immer die Pfeile. Und die Pfeile zeigen dahin, wo das Signal geschickt wird, wenn ihr euch, sag ich mal, die Command-Blöcke, sag ich mal, miteinander verbinden wollt. Also, wenn dieser Pfeil in den nächsten Block geht, dann ist es verbunden. Damit könntet ihr theoretisch auch so machen. Der geht jetzt in diesen Block rein. Und dieser Pfeil zeigt jetzt hier. Das heißt, ihr könntet jetzt theoretisch euch auch solche Ecken bauen. Ne? Ihr seht es hier mit den Pfeilen ganz gut, wohin die halt so führen. Da könntet ihr theoretisch euch hier aus, sag ich mal, der geht jetzt hier in den, der geht in den und der würde dann wieder in den nächsten gehen. Ne? So könnt ihr euch das machen. So, darauf achten wir natürlich jetzt auch hier. Und das wollen wir, sage ich mal, jetzt so verwenden, dass wir jetzt in einen wiederholenden Block gehen. Das heißt, Blocktyp wiederholen. Bedingung ist jetzt bei mir bedingungslos und er benötigt ein Redstone-Signal, weil ich möchte diesen Befehl immer nur aktiviert haben, wenn ich ihn auch brauche. Von daher mache ich da einen Hebel rein. Ihr könnt auch bei den Ticks hier unten noch einen Timer einstellen, halt immer, wann er aktiviert werden soll. Da ist jetzt bei mir 0 drin, ich lasse es auf 0, aber falls ihr euch da was machen wollt, ist einfach die Devise 20, also wenn ihr dann eine 20, also 20 sind immer eine Sekunde. Ne, da könnt ihr euch merken, 20 sind eine Sekunde und da könnt ihr euch natürlich hochrechnen, wie oft wollt ihr das aktivieren oder, sag ich mal, wenn ihr es durchgehend anhabt, aktiviert haben wollt. Ne? Also 20 sind eine Sekunde, das möchte ich natürlich nicht und das ist einfach dann hier mal auf 0. Ne, da können wir noch abbrechen, aber das wollen wir nicht. So, jetzt kommen wir mal zu dem Befehl an sich, um sich in einen Mob zu verwandeln. Da gibt ihr auch immer das hier ein, komplett, da könnt ihr das Video mal kurz anhalten. Ich werde es nochmal für alle, die, sag ich mal, nicht auf Konsolen spielen, sondern auf PCs, euch nochmal in der Videobeschreibung nochmal reinschreiben, damit ihr euch das kopieren könnt, ne, um es euch dann natürlich leichter, sag ich mal, einzufügen. So, jetzt kommen wir mal kurz zu dem Befehl an sich. Ihr könnt das natürlich jetzt machen, dass es jetzt der nächste Spieler bekommt. Wie kann das jetzt sein, dass es der nächste Spieler ist? Indem wir hier dieses @p haben. @p heißt nächster Spieler, da gibt es so verschiedene Abkürzungen. Zum einen, wir können ja hier mal gucken, ihr seht hier ganz gut, für was hier alles steht. Wir haben @p, das ist nächster Spieler. Ihr könnt auch jede andere Abkürzung nehmen, kommt darauf an, wie ihr es haben wollt. Man kann sogar so machen, dass ihr statt dieses @p, sag ich mal, dann einfach einen Spielernamen eintragt. Dann ist es genau der Spieler, der diesen Effekt bekommt, falls ihr den mal für Filme oder sonstiges nutzen wollt. Oder dass jeder sein eigenes Kostüm bekommt, ne, kann jeder seinen eigenen Block auch bekommen. Ne, da müsst ihr dann einfach das hier wegtun und euch dann den einfachen Spielernamen hinmachen. Bei mir wäre es dann Hotdog, den man da einschreibt, aber das möchte ich jetzt einfach nur auf nächsten Spieler haben. Von daher lasse ich es einfach mal. Und was man bei diesem Befehl auch noch machen könnte, ist, ihr seht ja hier hinten das R. Ihr könnt da, sag ich mal, statt einer 1 auch halt eine 6 machen oder halt auch eine 7. Das ist, sag ich mal, der Raum, wie weit, sag ich mal, dieser Befehl funktionieren soll, indem ihr euch, sag ich mal, ein Item nähert. Bei mir möchte ich das genau so haben, dass wenn ich mich einen Block näher, also genau da, wo das steht, dass ich nur das übernehme, was auch da ist. Ansonsten würdet ihr alles in der Umgebung, sag ich mal, zu euch ranziehen. Ne? Dann seid ihr wie so ein Magnet für diese Sachen. Aber das wollen wir nicht. So, das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Das schreiben wir uns einfach rein oder kopieren uns rein, ne? Wie ihr das, sag ich mal, könnt. Und dann haben wir, sag ich mal, den Wiederholblock schon fertig. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Block. Der macht es, dass unser Skin unsichtbar wird, sodass halt nur dieses Item zu sehen ist. So, dann nehmen wir einmal einen verketteten Block, machen da jetzt einfach mal bedingt rein und benötigt ein Redstone-Signal. Das kriegen wir natürlich von dem wiederholenden Block. So, hier mache ich auch keine Verzögerung rein. Wer möchte, kann es natürlich machen, wenn man etwas später unsichtbar werden will. Aber wie wird man denn unsichtbar? Dann schreiben wir einfach diesen Befehl rein. Könnt ihr euch auch wieder unten einmal rauskopieren. Dann nehmt ihr einfach Effekt, dann wieder @p. Da könntet ihr auch machen, sag ich mal, wenn ihr unten jetzt einen Spieler dafür benannt, müsstet ihr da, sag ich mal hier, denn auch, sag ich mal, den Spielernamen, wartet mal, ich bin gleich hier, so, da den Spielernamen dann theoretisch auch eintragen, ne, wer das, sag ich mal, bekommen soll, ne? So, dann natürlich unsichtbar werden, 1:1 für den Skin,
und fertig ist das Ganze. Ne? Wie gesagt, könnt ihr euch einmal kopieren, Video anhalten, wie auch immer, abschreiben und fertig. Diese zwei Blöcke brauchen wir nur, dann könnt ihr das aktivieren. So, und auf was funktioniert denn das jetzt? Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, denn ihr zieht damit Loren an, Rüstungsständer. Das heißt, wenn ihr irgendwo Rüstungsständer habt, könntet ihr, sage ich mal, wenn ihr da nicht vorbeiläuft, die auch an euch ranziehen. Ne? Das heißt, wenn ihr die für irgendwas benutzt habt, werdet ihr dann, zack, zu euch telepeten einfach. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, von daher habe ich da einen Radius nur 1 gemacht. Das heißt, wenn man schon irgendwo ist und man hat überall Rüstungsständer, darf man sich dann nicht mehr als einen Block nähern, sonst zieht ihr euch den ran. Dann funktioniert es auch auf Booten, dass ihr mit einem Boot rumfahren könnt, ohne dass man euch sieht. Und auch mit Enderkristallen. Die Enderkristalle sind aber ein bisschen buggy, die werden unsichtbar und dann leckt das ein bisschen. Also da würde ich eher die Finger weglassen, müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr mit Enderkristallen hantiert, ne? Da kann es so Lecks vorkommen. Und natürlich ganz klassisch die Mobs, nur dass man sich, sag ich mal, in einen Mob verwandeln kann. So, probieren wir es erstmal hier bei der Lore einmal aus. So, müssen wir natürlich eine Schiene machen. So, ich habe das jetzt noch nicht aktiviert, das wollen wir mal aktivieren. Also, er ist an und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir auch... Ne, guck mal, ich bin noch kein Block. Danach, genau wenn ich drauf bin, zack, werde ich zur Lore. Also genau bei einem Block bin ich in Lore. Und jetzt könnte ich theoretisch, sag ich mal so tun, Lore. Und das Coole ist, wenn ihr in Lore seid, ihr verbindet euch auch mit den Schienen. Wollen wir das mal ein bisschen besser ausprobieren? Warte mal, ich habe ja noch die Schienen in meinem Inventar. Wo habe ich sie da? Theoretisch, ich kann jetzt hier als Lore, naja, leckt ein bisschen, aber man könnte als Lore, sag ich mal, wenn man sich ein bisschen anstellt, auch hier, sag ich mal, so tun, als ob man eine echte Lore ist und einfach so ein Geist spielen, ne? Gruselig, wenn die einfach so eine Lore von alleine hier fährt, ne? Kann man Leute vielleicht auch ein bisschen trollen und denen vielleicht doch ein bisschen Angst damit machen. So, weil es natürlich jetzt keine Lore mehr sein wird, macht ihr die einfach nur kaputt und ihr werdet auch wieder sichtbar danach. Kommen wir jetzt zur nächsten Sache und zwar natürlich hier unseren Rüstungsständer. So, wie gesagt, ihr werdet nur zum Rüstungsständer, wenn ihr das jetzt in einen Radius habt, ne? Dann zack, genau, wenn ich da bin, werde ich einer. Dann bin ich halt einfach ein Rüstungsständer. Und dann natürlich auch, guck mal, jetzt habe ich mich geändert, weil ich mich, sage ich mal, zu einem Signal hier kurz orientiert habe zum Hebel. Ne, da hat den einmal ausgelöst, dass ich mich auch anders bewege. Also das heißt, wenn ihr den, sage ich mal, in irgendeine Form gebracht habt, werdet ihr auch so rumlaufen. Ne, auch wenn ihr den anzieht oder so, lauft der auch so rum. Machen wir wieder kaputt und gucken mal, was wir noch haben. Und zwar natürlich das Boot. So, da gehen wir auch wieder rein. Schwupp, bin ich das Boot. Ne, kann man Leute auch dröhnen. Schade, dass natürlich die Ruder nicht so funktionieren. Ne? Aber ansonsten kann man damit auch eigentlich gut Hide and Seek spielen, ne? Wenn man, sage ich mal, überall Boote sich platziert. Ne? Man hat zwar nicht so eine große Auswahl, aber dann müsste man, sage ich mal, sein Spiel auch ein bisschen anpassen. So, auch hier machen wir das Boot wieder kaputt, wenn wir sichtbar werden wollen. Und dann bleiben natürlich nur noch die Mobs. So, da probieren wir mal ein paar aus. Es gibt zum einen natürlich eine Spinne. Ihr seht erst, wenn ich zack bei einem Block bin, zack, werde ich zur Spinne. Und die bewegt sich halt auch wirklich richtig so mit den Beinen und so, kann man richtig so Spinne spielen. Die guckt auch so manchmal ein bisschen hin, wo man hinguckt. Dann gucken wir mal nach vorne. Ja, ein bisschen buggy. Aber das klappt. Ja, dann sind wir eine Spinne. Genauso funktioniert es hier mit den neuen Mobs, die wir haben. Und schon bin ich hier ein Schweinchen mit einer goldenen Axt. Ey, so geht das auch. Und so könnt ihr wirklich jedes Mob nehmen, was ihr wollt. Guck mal hier zum Beispiel, wollen wir mal zum größten Mob werden, den es gibt. Und zwar einen Ghast. Komm her. Also, ich habe es geschafft. Ich wurde jetzt zum Ghast. Ist ein bisschen schwierig, da diesen Mittelpunkt zu finden. Aber es klappt. Ja gut, die Kamera zoomt jetzt leider nicht so weit raus, aber wir sind da einfach ein Ghast. Und so kannst du halt rumfliegen und auch Leute, sage ich mal, so ein bisschen bei Süßigkeiten erschrecken. Da denkt man, ach, so einer steht vor der Tür mit so einem Kostüm, Alter. Da kriegst du auch gleich Angst, weil so viele Süßigkeiten hat man ja gar nicht. So sieht eben die Ego-Ansicht aus, wenn man ein Ghast ist. Also ihr seht wirklich, wir sind richtig inmitten eines Ghasts drin. Und da könnt ihr jetzt wirklich einfach sich euch aussuchen, welches Mob ihr auch immer sein wollt. Das seid ihr denn einfach. Zum Beispiel hier eine schicke Biene, sind wir auch eine Biene. Ja, und könnt ihr hier einfach so rumwühlen und nach Nektar suchen. Also ihr könnt euch jetzt verkleiden, was immer ihr wollt. Ne, sei es ein Zombie, sei es ein Skelett, sei es eine Biene. Alles mögliche, was ihr sein wollt, könnt ihr jetzt sein. Und wie gesagt, ich habe es euch nochmal in der Videobeschreibung reingeschrieben, was ihr zu was schreiben wollt. Also ihr braucht einmal einen wiederholenden und einen verketteten Command-Block und schon funktioniert das Ganze. Und nicht vergessen natürlich den Hebel deaktivieren, weil sonst werdet ihr immer wieder, wenn ihr an irgendein Objekt vorbeiläuft, ne, damit dann verschmolzen. Also immer solltet ihr doch ein Redstone-Signal, sag ich mal, damit verbinden. Ganz einfach halt ein Hebel. So, und heute in diesem Video, es weiß, es ist aber eher mehr so ein Halloween-Video. Trotzdem möchte ich einfach nochmal zu unserem Rathaus mal fliegen. Und zwar haben ja wieder welche was untergeschrieben, was man wieder in Zukunft bauen kann. Und das habe ich dann auch gleich schon mal hier in unser Archiv eingeordnet, damit man das auch sehen kann. Ich kann ja immer viel labern, aber wenn man es sieht, dann ist es erstmal fest. So, es ist ein paar Schilder dazugekommen. Einfamilienhäuser haben wir jetzt welche gebaut. Ich glaube, das machen wir erstmal weg. Da haben wir erstmal welche, aber irgendwann kommt es bestimmt wieder hin. So,
Wir haben wieder einiges dazu bekommen. Zum einen hat einer geschrieben, dass der Stadtkern ein bisschen mehr ausgebaut werden soll. Da so Kirche, Polizei, Krankenhaus, Pipapo, schieß mich tot. Ganz viel. Ne, da müssen wir mal gucken, was wir davon bauen können. Darum habe ich da jetzt nicht alles aufgelistet. Den Kommentar habe ich mir auf meinen Rechner abgespeichert, damit ich sehen kann, was du noch mal geschrieben hast. So, dann hat noch einer geschrieben, ein Kino, Feuerwehrwache, ne, das brauchen wir definitiv. Einkaufsläden, ich habe jetzt nicht alles genommen, da hat einer geschrieben, Aldi, Lidl, ne, schieß mich tot. Ne, da gibt es ja einige Läden, die wir nehmen können, von da Einkaufsläden einfach mal geschrieben. Das ist dann beispielsweise auf alles, ne, kann auch ein Obi sein, ne, theoretisch alles. Da müssen wir mal gucken, was wir da bauen. Und natürlich Wolkenkratzer, das wird dann auch im nächsten Monat das nächste werden. Könnt ihr euch drauf verlassen, Wolkenkratzer wird definitiv kommen. Und das andere müssen wir mal gucken. Ich glaube, auf ein Kino hätte ich auch Lust. So ein schickes Kino, muss ich mir mal eins ausgucken. Ich habe da, glaube ich, immer so in Hollywood oder so, mit so einem Kino hätte ich gern. Aber müssen wir mal schauen. Aber ja, wir haben wieder was drauf und auch genug zum Bauen. Rathaus, wunderbar. So, Bauideen sind da. Jetzt wollen wir euch neu was zeigen. Und zwar ist das eine Sache, wo ich jetzt wieder ein bisschen dran sitze und auch was entdeckt habe für mich. So, und zwar, wir sind ja hier auf einer schicken Creative-Welt. Von daher macht das nichts, wenn man, sage ich mal, auch einen Bereich auf seiner Welt wirklich nur für ein Thema benutzt. Und ihr seht schon, was da hinten langsam aufploppt. Und zwar, ich habe ja, sage ich mal, mir auf meiner Welt jetzt Fernseher gebastelt, ohne irgendwelche Texturpaketdose kann man das machen, indem man, sage ich mal, mit Karten arbeitet. Sag mal, diese vor mir, ich sag mal hier, guck mal hier hinten beim Grauen, da hinten seht ihr schon, was ich mache jetzt. Und zwar hinten beim Grauen, ihr seht ja, hier ist ja schon so ein schöner Monitor. Das ist genau der Bereich von der Karte. Und wenn man sich das dann auf einer Karte holt, dann hat man einen richtig geilen Monitor. So habe ich mir auch einen großen Fernseher und alles gebastelt. Und dachte mir, jetzt kann man auch, einfach so, weil ich diesen ganzen Bereich hier nutzen will für Bilder, mir so ein Happy Halloween-Shit schon mal gemacht. Finde ich ganz fetzig. So, nehmen wir mal kurz eine Karte zur Hand und schwupp, da seht ihr es. Also wirklich dieses Happy Halloween, so eine richtig geile Karte, kann man sich damit dann einfach basteln. Und wenn jetzt einer fragt, machst du dafür ein Tutorial? Nein, mache ich nicht, weil das einfach eine fette Karte ist und eine fette Karte als Pixel-Art werde ich nicht machen. Wer möchte, kann natürlich jetzt anhalten und sich das Ganze abpixeln, wenn man möchte, aber naja, ist jeden selbst überlassen, ob man das machen möchte. Ja, war ganz schick. Besonders auch bei diesen, sag ich mal, Kartenbildern. Ihr seht ja, hier ist die Farbe ein bisschen anders, als hier guckt, weil manche Blöcke werden anders als Farbe angezeigt auf Karten. Auch ganz interessant. Da muss man mal gucken, wie man dann halt wirklich so sich so ein schickes Bild malt. Und ich dachte mir einfach so, was Simpsons, ne, aus alten Zeiten kann man ja einfach mal so eine Erinnerung machen als Bildchen für Happy Halloween. Ich glaube, das werde ich jetzt jedes Jahr zu irgendeinem Thema machen. Weihnachten ist ja das natürlich das nächste, muss ich mal gucken, was ich mir da bastel. Und ich werde dabei auch immer streamen. Also wenn ich Pixelbilder mache, werde ich streamen, weil das ist jetzt irgendwie so eine Art, wo ich dachte, ey, da kannst du auch streamen, wenn du so, sag ich mal, dahinter klemmst, machst du schön Mucke an und dann bastelst du an deinem Bild, ist ja egal, ob ich dann streame oder nicht. So, jedenfalls, Happy Halloween, geiles Bild. Ich werde mir auch einige noch weiter basteln, zum Beispiel ein paar Schachbretter wollte ich mir machen, so, oder Küchenhaushaltsgeräte, eine Mikrowelle, Pipapo, einiges möchte ich mir machen. Einiges. Naja, ich werde mir hier die ganze Fläche halt ausbasteln, das heißt, in die Richtung gehe ich, nach hinten gehe ich und natürlich zur anderen Seite gehe ich. Aber ich werde nicht zur Stadtmitte gehen. Also da werde ich nicht mich ausbreiten mit meinen Karten, weil ich denke mal, irgendwo wollen wir auch die Stadt machen. Und wenn jetzt einer sagt, das sieht doch voll hässlich aus, wenn du dir hier überall diese riesigen Bilder und deine ganzen Deko-Sachen halt hier hinmachst. Weil ich habe mir gedacht, irgendwann, wenn die Stadt halt so groß ist, kann ja noch Jahre dauern, mache ich mir einfach hier so eine Hausfassadenreihe lang, sodass, sag ich mal, dieser Bereich gar nicht mehr zu sehen ist, wenn man sich, sag ich mal, unten aufhält, sag ich mal, wenn man durch die Stadt geht, ne, dass man hier vielleicht irgendwelche Hochhäuser hier sich so lang bastelt gerade. Muss man mal schauen, vielleicht mache ich es auch nicht. Naja, jedenfalls habe ich hier einiges nur vor, ich will einige Bilder machen und ich denke mal, Tipps und Tricks gibt es da bestimmt auch, die man machen kann. Ich muss ja selber noch mich erstmal reinfuchsen. Habe ich einfach mal jetzt hier erstmal mit dem Halloween-Bild ausprobiert und ich finde das ganz schick. Und warum nicht? Kann man auch eine Freude machen seinen Freunden, wenn man sich dafür irgendwo ein Fleckchen sucht auf seiner Welt. Und wenn einer fragen will, wie groß, sage ich mal, sowas ist immer 128 mal 128 groß so ein Feld. Also da könnt ihr einiges reinbasteln. Ihr könnt natürlich auch größere Bilder euch machen, wenn ihr gleich zwei Karten verwendet dafür. Aber ich wollte erstmal klein anfangen. Das heißt, erstmal werde ich mir einmal einzelne Bilder machen. Zum Beispiel beim Fernseher und so. Habe ich, sage ich mal, jetzt ein bisschen rumgetrickst. Zum Beispiel können wir mal unten fliegen, weil da habe ich den Fernseher aufgebastelt. Hehe, da können wir das mal gucken. Denn für so einen großen Fernseher, sage ich mal, so einen 2x3 Fernseher, habe ich einfach zwei Karten benutzt. Einmal für die Ecken und dann für die Mitte. Ihr seht das hier unten ganz gut, habe ich einmal aufgelistet. Ich sag mal hier, das ist, sage ich mal, jetzt hier für die Mitte. Das ist eine Karte. Und noch eine weitere Karte ist jetzt dafür da. Sage ich mal, für die Ecken hier. Das sieht man ganz gut. Und ich werde mir, glaube ich, noch sowas machen, dass ich für diese Karte
ne, für diese, ach nicht halt, nicht für diese, sondern für diese hier, für die mittleren Karten noch irgendein Logo raufbastel. Entweder ein YouTube-Button oder so Netflix wollte ich mir da reinbasteln. Weil es sieht doch eigentlich auch nicht schlecht aus, wenn man auf dem Fernseher, sag ich mal, der nicht nur schwarz ist, sondern auch was drauf ist. Naja, muss ich mir mal schauen. Aber ein anderes Thema, denn heute ist ja, sag ich mal, nicht Bädertag, sondern es ist ja, sag ich mal, die Halloween-Woche. Und Halloween-Woche heißt, die Woche bis Halloween gibt es halt nur Videos zu Halloween. Naja, ist ja am Samstag schon, weil da ist ja die Woche auch schon bald rum. Aber ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Ihr dürft euch noch das Happy Halloween-Anschild angucken, auch wenn es noch nicht Happy Halloween ist. Aber ich finde es irgendwie schick. Und daher, hier habt ihr es. So, aber ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß natürlich jetzt beim Rumbasteln. Einmal, um sich, sag ich mal, als Mob zu verkleiden. Oder vielleicht auch noch diese Idee, ne, falls du dir ein Bildchen machen möchtest. Aber ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Basteln und dann haust du rein. Und tschüss.